So, hey Kinders, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Fail zusammen mit Magnetic Chaos in der FlexiQ 2017. So, was auch sonst, FlexiQ kam erst mit 2017. Ich dachte jetzt, ich gehe mit Vi als Support, ich war gerade ein bisschen verwirrt. WTF. Du bekommst aber schon mit, was so in der Bann und Pick ist Ding passiert, ne? So ein bisschen. Okay, also ich hab den Eisvogel gegen mich mit den Riesenbällen. Ja, ja, hier. Hier ist ein Wels drin. Wels. Fisch, Fisch, Fisch. Fehlen noch zwei Champions, dann kannst du ein komplettes Fischteam aufmachen. Dann können halt Nami, Tam Kench, Fizz. Ja, ja, ist ja gut. Was? Ach, Anivia kommt dich nerven. Ja, ja. Guter Damage Trade, Alter. Ja, überhaupt keiner. Boah, geht das langsam mit dem Lifebar. Ja, also die wird auf jeden Fall vor mir Level 2. Das steht fest. Jetzt ist sie's. Sollte ich wohl ein bisschen? Nee, weil ich ja in die Base musste. Achso. Und dadurch kam ich halt arg spät wieder an. Ah. Oh, die Irelia auf Toplane, ne? Hab ich schon ewig nicht mehr gesehen. Seltenheitswert. Was? Jetzt auch Nerf Irelia. Ja, wird mal wieder Zeit. Okay. Was? Ach komm. Oh Mann, ey. Das Q macht doch. Komm mal ganken. Ja, das Q macht halt auf der ersten Stufe so wenig Damage. Okay. Okay, Flash out. So. Ey, daneben. Wow! Oh! Mann, das waren halt die Auto-Attacks of Doom. Ja, komm, mach den großen weg, mach den großen weg und. Danke, dadurch gehörte der große mir. Ach ja, ist ja gut. Wir können auch hier bleiben, Ringe, so ist es nicht. Der geht in deinen unteren Jungle. Ich hab's schon gesehen.
So. Da, da, da. Ein Verbündeter wurde getötet. Oh. Nicht so doll. Es lief ja schon fast zu gut. Oh. So, Anivia ist erstmal Half-Life. Aber ist auch ein tolles Spiel. Oh Mann, Anivia. Ich brauche halt eigentlich nur Blue. Oder Back. Das wäre auch noch eine Variante. Oder ein Gank in den Rücken, Junge. Ja, die hat kein Flash immer noch. Die hat auch kein Egg. Das ist das nee. Entscheidende. Ich bin da. Ja. Oh lol. Hat die da oben gewordet? So. Tja. Einfach dieser NA Purpose Flash. Ich liebe es. So, guck mal wieder Rengar an, Anton. Hallo Rengar. Hallo Rengar. Nein. Oh lol. Es geht denn da? Alter Schwede. Oh, ich bin da. Nein. Nein, das hat nicht getroffen. Oh Mann, ey, ihr trollt mich alle. Da warte ich auf mein Engage mit meiner Ulti und dann. So, da habe ich jetzt endlich Base, ja? So. Ja, okay. Oh, geil. Cooldown Reduction auch noch direkt mit reinbekommen. So, hat Anivia wieder Eck. Ne, passiv ist noch nicht down. Ab. Hast du Ulti? Tu mir nur ein. Mach die Ulti nie auf den Wels. Ah, hier ist ein Pinkboard. Ja, wir können doch noch mal. Nicht dahin, nicht dahin. Ich weiß. Ich seh's doch, Alter, wie er gleich Angst kriegt. Ich kenn dich. Ich hab's halt immer noch drauf. Ich hab's. Du meinst den Killing-Stil? Natürlich. Komm, kriegst du Blue. Oh, das ist aber nett hier. Ich hab keinen Smite. Ja, ich lass die Pfoten weg. Das sieht immer so dumm aus, wie du den Red Buff da rumschwappelst. Den Blue Buff da immer so rumwirfst. Ja, ne? Aber ist effektiv. So, aber man hat gerade gemerkt, Top und Mitte sind free. Willst du? Ja. Sonst ist es immer sehr unwahrscheinlich, dass da jemand hinkommt. Ob dann runterkommt. Wow, Anivia. Ach, weißt du was? Ich komm nochmal. Guck mal da, Anivia. Da, Anivia! Los, nimm! Hier! Komm, hier bin ich! Oh! Fail Flash! Boom! Snipe! Hab ich auch drauf, Digga! Was ist denn eigentlich mit dem Rengar? Da schon mal überhaupt irgendwo? Ja, da. Da ist der Rengar. Der war doch eben Mitte einmal! Ich wollte gerade sagen, der kommt nachher immer so die Lane angucken. Hm, scheiße. So, jetzt kaufen wir uns auch tatsächlich mal wieder einen Trank.
Ach, schade. Close. Close calls. Ach komm, ich mach die Raptoren, komm nochmal Mitte. Ja, Eck dürfte dann noch nicht ab sein. Ash ist natürlich ein super Pick gegen Sivir. Aber erst in 15 Sekunden meine Ulti. Das ist nicht schlimm. Ah, guck mal, Rengar ist 4, in der Nähe. 3, ich hab Rengar Ulti auf mir. 1. Oh, Rengar ist da. Lol, nicht nur der, Alter. Die sind zu dritt in der Mitte. Hier war ein Ward drinne. Scheiße. Ja, wenigstens den Eisvogel konnte ich noch bekommen. So. Wie die immer denkt, die könnte den Damage gegen mich gewinnen. Ich hab nicht gedacht, dass der Tarn noch hochkommt. Kam der mit Ulti? Weiß ich nicht, der war auf einmal da. Ja, ja, leider. Nee, Rengar ist top, Leute. Insane, okay. Gank. Müsstest du eigentlich bestrafen? Ich geh jetzt auf top. Ja, der geht Red Buff. Genau, deswegen mache ich jetzt auch den Dragon schnell. So. Oh. Da schon wieder. Ich geh mal runter und setz dort mal den Pinkwort hier. Und nehme ich gerade die Frucht mit, bekomme ich Mana. Die Anivia fehlt. Ja. Ich geh mal Botlane. Na, ich komm mit, ich hab eh nix in der Mitte zu tun. Da steht ein Ward. Ist egal, wir müssen trotzdem runter. Engage irgendwas, ich bin da. Oh ja. No. Rengar, du bist doch noch hier. Komm schon. Da, Eschi. Ah, shit. Anivia war top, ey. Ja. Wir müssen halt echt aufpassen mit der Irelia. Aber die dürfte mittlerweile so viel Gold geben. Oha. Da stand ein Wort drin, ne? In dem Busch da unten. Jetzt habe ich Aurelia hier in der Mitte, ey. LOL. Nein. Oh, da kommt. Nee, oh lol, das war nicht gut. Alter! Ich hab keine Ahnung, der Ash Arrow hat mich gestunt, lol. Wieso war die da? Wieso? War die Anivia? Warum war Anivia da? So, gehen wir doch darüber lieber.
Tam Kench steht auf der Top-Lane, Alter. So. Ja, ich gehe als nächstes, also. Boah, ich glaube, ich gehe direkt auf Magic Penetration. Hier, guck mal hier, der ist auch auf der Reise, der hat auch eine Mission. Meine Fresse. Das erste, was man abbekommt, wenn man hier ist, Ah, super. Was machen die da unten? Guck mal hier. Oh. Shit. Na, ja, jetzt kriegen sie mit Tower. Nein. Oh, der ist low. Und der Irelia, Alter. Ja, die ist fett. Was ist das? Eine fette Irelia ist das. Nee, die Rotations, Alter. Ja, Mitte kriegt Adenive jetzt auch. Mit der Mithilfe von... Du weißt schon. Irelia. Dem anderen. Naja, Irelia carried das gerade hart. Ist noch eine Irelia. Ah, das Ding ist halt, die Leute picken halt immer Champions, die von der Hälfte vom gesamten Champion Pool in LoL outscaled werden und spielen die dann. Verlieren natürlich. Sowas wie Rumble zum Beispiel. Der ist ja gar nicht so verkehrt immer. Der kann halt kein 1v1 gegen Irelia. Und vor allem nicht, wenn er jetzt einmal so behind ist wie er gerade. Ich geh mal top. Ranivia ist auch hier. Ja. Das gewinnen wir nicht. Also die machen es so, wie sie es jetzt gerade machen. Stupid Engage. Irelia sorgt für tot. Okay. Oh. Lol. Warte. Dahin. Nee, lass. Der Tarm ist zu fett. Ach, was ist der fett? Der Ränger, den wollen wir. Kriegt man nicht, der läuft oben raus. Aber die sehen, wann der Blue kommt. Wie die sehen, wann der Blue kommt? Da steht ein Wort drin, dann mach einfach mal. No. Oh yeah. Komm! Oh, ich wollte doch schon sagen. Oh ne, sie bekommt den Kill. Oh. Schon lustig, dass Dings dann alles abbekommt.
Ja, dann Rumble Ulti. Ulti auf. Anivia. Ja, ich hab keine. Achso, weil dann kannst du die Ulti von der Anivia. Ich weiß auch gar nicht, warum der Rumble erst jetzt was macht. Weil mir das Ei da hinten droppt. Ja, da. Okay, das Ei ist da, wir können drauf. Ein Gegner, der sich nicht wehrt, das können wir. Ja. Ja, Rumble. Boah, der überlebt die Scheiße auch noch. Leck mich. Oh, das ist wieder so ein Game, wo ich mich wieder komplett aufopfern darf, damit es wieder funktioniert. Alter, ich krieg hier hinten den Ash Arrow in der Base ab. Ja, die hat uns vorbeigeschossen. Ich krieg ihn hier unten ab. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich hab nicht mal das Ding auf dem Screen gesehen. Das ist jetzt aber schon das zweite Mal. Einmal habe ich ihn in der Mitte gekriegt von der Botlane aus. Da. Ja, das war, weil die aufhalten wollten, dass du mich unterstützt. Ah, guck mal, da ist auch so einer. Ja. Anivia, Anivia. Ah. Ja, das. Guck mal, wir hier runter. So. Was war das denn von ihr? Putz. Weiß ich nicht. Die wollte da eigentlich nur runter. Geh nach unten weg, bitte. Ja, die Irelia ist auch hier. Das ist Wahnsinn. Der Rumble schafft es nicht, die Toplane zu holen. Na. Das war einfach nur göttlich von der Jenna. Ja. Nächste Runde läuft das anders, dann spiele ich nämlich ehrenlos, dann nehme ich einfach alles voller Lethality mit und dann tue ich jeden One-Shotten, einfach nur weil es OP ist. Gut, die Mitte ist fort. Nee, Alter, nee, ich bin da. Lieber eine Triforce. Ich bin da. Ja, das sind vier Leute, by the way. Das ist mir egal. Oh, shit, hat sie doch noch. Was? Ja, da kommt gleich ein Rengu. Der hatte eben die Ulti auf mir. Ich krieg halt einen Stun, ich sterbe einfach nur im Stun. Wahnsinn. Ach, Dings ist auch tot gewesen. Ah. Ja, die müssen so vieles machen. Die Lethality müssen sie echt nerven und dann das Saum der Nacht müssen sie auch komplett nerven. Alleine das Item kannst du in zwei verpacken und kannst trotzdem noch kosteneffizient machen. Tolle Ash Arrow. Ja. Der hat keine Ulti mehr. Ash auch nicht mehr. Der Rengar Slow ist auch viel zu krass, alter Schwede. Irelia hat 15 AP, Leute, tötet sie. Alter, wir müssen auf den Vogel gehen.
ist eine Katastrophe, ey. Oh, was kaufen? Nee. Oh, das ist in meinem Stun davon geflogen. Also geflasht. Der Rumble steht 4-10. Ich stehe 5-6, 5-6, 4-4, 1-3. Jenna ist tot. Wieso? Nee, komm doch weg. Ja, full life. Noch ein Baron. Oder? Nee. Edge ist noch Bot. Warum tut die das nach unten wegschießen? Nee. Oh, ich komme Mitte. Alter Schwede. Wow! Nein! Aha, da hat sie hier! Och, ich hab halt auch keinen Glück. Der Welt's auf Doom. Ja. Ja gut, die sind halt alle so pummelig. Die haben halt alle Kills. Die Eroida holt sich jetzt schön Xerox Portal, damit sie auch noch rumnerven kann. Mhm, die holt sich Guardian. Ja, wenn die Guardian hat, Serum. Die Ash wird sich dort backporten. Ne, die geht zum Baron. Oder? Ja, die haben halt wieder alles zugeklatscht mit Wards und wir haben halt nix. Ja. Deswegen Sonias, mein lieber Rumble. Anivia splittet Botlane. Ich geh mal runter. Ja, dürfte Egg noch nicht abhaben. Aber Rengo ist auch hier irgendwo. Ja. Oh shit. Das musste ja kommen. Oh, ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Wieder eine übelste Gorkentruppe erwischt. Warum verlieren wir's? Okay, in der Frontline. Ah, da. Nein! Schon nah ran. Also dafür, dass wir so viel Disengage haben, kommen die, können die uns diven, wie sie wollen. Wir haben doch gar nicht so viel Disengage, wir haben... Zwei! Zwei Spells! So viel CC-Immunität. Ja gut, da reingehst du halt.
Kann die Anivia mal wieder mal ihr Drecksulti ausmachen? Oh, ich hab natürlich den Rengar wieder an der Backe! Alter, das ist doch nicht wahr mit dem Dreckscharakter! Das Bein, du kannst dich halt gegen sowas überhaupt nicht wehren. Der macht halt einfach Saum danach dann und springt dich an. Da kannst du auch sie sehen, wie du willst. Das ist das Item, ist der absolute Freifahrtschein. Vor allem hat's kein Cooldown. Nein! Ey, der will mich verarschen. Der will mich echt verarschen, Alter. Balanced, oder? Ja, nee, komm, das hat überhaupt keinen Wert. Vor allem so tanky. Wie kann der so tanky sein, obwohl der kein Leben hat, Mann? Oh mein Gott. Hast du beide Stunts abbekommen? Nee, gar keinen. Bloß das Ding ist halt, die haben halt absolut alles gewordet von uns. Die Anivia hat schon gewusst, der hat hier schon gewusst, dass ich komme. Wir haben halt null Map-Awareness und die haben halt unseren ganzen Jungle voll geballert. Wir kommen halt nie raus und wir haben auch halt keine Frontline. Wir werden entweder alle von dem Rengar instant weggesnackt oder von der Irelia. Und die Ashe steht hinten mit der Anivia und sie ziehen sich zu Tode. Oh, ich verstehe nicht, warum wir jetzt wieder hier eine Viertelstunde an dem Loose rumpopeln. Das Ding ist durch. Mann, oh Mann, aber ist gerade keiner gestorben, trotz Rengar-Ulti, was ist das? Ja, es war nur der Baron. Das ist die Ashe. Wie tötet mich die Ashe? Die Ashe hat meinen kompletten Burst abgekriegt. Alter Schwede! Ich hab schon Magic Penetration mit drin. Magieresistenz, Magieresistenz. Der kann das alles überleben mit... Wie viel Magieresistenz hat er denn? So viel Magieresistenz kann der gar nicht haben. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also wie die Ashe gerade weggekommen ist, weiß ich nicht. Ist schon gut so, dass ich aufgehört habe. Nee, das hat keinen Wert. League of Legends ist einfach absolut kaputt gepatcht für die Casuals. Ist alles nur noch kompetitive Scheiße. Ich